Die erfolgreichsten Twitch-Streamer. Seid ihr auch manchmal so in der U-Bahn, wie jetzt zum Beispiel gerade, und überlegt, hey, wer sind eigentlich die erfolgreichsten? Nein? Wir sagen es euch trotzdem. Um herauszufinden, wie erfolgreich ein Stream auf Twitch ist, haben wir folgende Kennzahlen miteinander verglichen. Durchschnitt Zuschauer pro Stream, die gestreamte Zeit und der Erfolg des Streams anhand von neuen Followern bzw. Subs. Der Einfachheit halber haben wir uns zuerst unsere kleinen Fische angesehen. Denn im Vergleich zu den wirklich erfolgreichen Streamern können nur ca. 130 Millionen Menschen Deutsch sprechen. Also Milch kann man nicht zu jedem Getränk trinken. Ja moin. Nicht zu jedem Essen essen. Englisch verstehen ca. 1,5 Milliarden Menschen. Maybe next time you are also the winning team. Dennoch belegt Elias Nährlich, Eli Geller, der Gotti, den 12. Platz international. Mit über 24.000 durchschnittlichen Zuschauern pro Stream und über 39.000 laufenden Abos. Ein Abo übrigens ist ca. so 2 Euro Gewinn für den Streamer. Also fast 80.000. Auf dem 18. Platz mit einer Streamzeit von nur einem Zehntel von Elias, genauer gesagt nur 20 Stunden, befindet sich dann Monte mit durchschnittlich 46.000 Zuschauern und Papa Platte auf Platz 28. Danach folgen noch Gronkh und Trimax. Da kommen wir jetzt zu den richtig dicken Fischen. Kaisenet ist aktuell der erfolgreichste Streamer weltweit. Mit unglaublichen 130.000 durchschnittlichen Zuschauern, was einfach 2 gefüllte Fußballstadien sind, und auf 160 Stunden Streamdauer hatte bereits mehr als doppelt so viel wie der zweitplatzierte Ibai mit durchschnittlich 63.000 Zuschauern. Dafür ist Ibai mit 2.000 mehr Subs, also 129.000, auf Platz 1. 23.000 mehr als der drittplatzierte Jinxy. Vergleicht man nun alle Twitch-Kanäle in ihrem Allzeithoch an aktiven Subs, führen Kai, Mogul Moves und Ninja die Liste an. Auf Platz 16 haben wir dann die erste deutsche Vertretung wieder mit Eli und seinem Allzeithoch von 85.475 Subs, die er im September 2023 erreichte. GG an Kai und GG an Eli. Ah, und GG und noch ein kurzes Danke an unseren Sponsor. Die Deutsche Vermögensberatung. Denn wie auch immer du dein Leben leben willst, die Finanzcoaches der Deutschen Vermögensberatung helfen dir, die richtigen Entscheidungen bei allen Finanzfragen zu treffen. Link ist in der Description. Vielen lieben Dank nochmal und danke euch fürs Zuschauen. Bussi aufs Bauchi.